Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man Geschäftsvorfälle nach einem relativ einfachen Schema in die verschiedenen Grundbegriffe der Kostenrechnung einordnen kann. Und zwar ist es so, wir werden uns eine Aufgabe anschauen, wo eine Reihe von Geschäftsvorfällen gegeben ist und wir sollen diese Geschäftsvorfälle einordnen als entweder neutraler Ertrag, neutraler Aufwand, Zweckaufwand, Zusatzkosten oder Anderskosten. Aber wie Sie sehen werden, bezieht sich das auf eigentlich alle Grundbegriffe der Kostenrechnung und wir können das eigentlich in alle Richtungen einordnen. Die Abbildung, die ich da benutzen werde, ist aus dem Buch Grundkurs Buchführung von Benjamin Auer und Per Schmidt. Fangen wir also an. Der erste Geschäftsvorfall lautet, wir kaufen Rohstoffe im Wert von 12.000 Euro und da prüfen wir eben hier durch, von oben runter. Auf der ersten Stufe prüfen wir, hat sich unser Zahlungsmittelbestand verändert. Also die Kasse oder das Bankkonto ist der Fall, denn hier steht ja nicht, dass wir es auf Ziel gekauft haben, also haben wir es entweder bar oder per Überweisung bezahlt. Es liegt also eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 12.000 Euro vor. Eine Auszahlung. Diese Auszahlung übernehmen wir in die nächste Zeile und prüfen dann zusätzlich noch, ob sich denn unsere Forderungen oder die Verbindlichkeiten verändert haben. Denn da steht ja plus Delta Forderungen und minus Delta Verbindlichkeiten, wobei das Delta jeweils für die Veränderung steht. Forderungen haben sich nicht verändert, wir haben ja niemandem eine Rechnung gestellt. Verbindlichkeiten haben sich auch nicht geändert, denn wir haben ja nicht auf Ziel gekauft. Minus 12.000 plus 0 minus 0 macht minus 12.000. Es liegt also auch eine Ausgabe vor. Diese 12.000 übernehmen wir wieder in die nächste Zeile und prüfen dann eben zusätzlich noch, ob sich unser Sachvermögen verändert hat. Dafür steht dieses plus Delta Sachvermögen und das ist der Fall, denn wir haben ja Rohstoffe dazu bekommen. Unser Bestand an Rohstoffen hat sich um 12.000 Euro erhöht. Da steht ja jetzt minus 12.000 plus 12.000 ist zusammen 0, also plus oder minus 0. Es liegt also keine Aufwendung vor und die richtige Antwort wäre eben gar nichts in diesem Kontext der Aufgabe, denn Auszahlung und Ausgabe standen ja nicht zur Auswahl. Deswegen wäre gar nichts hier die richtige Antwort gewesen. Der nächste Geschäftsvorfall lautet, wir überweisen Gehälter in Höhe von 33.000 Euro an unsere Angestellten. Prüfen wir wieder von oben runter. Hat sich unser Zahlungsmittelbestand verändert? Ja, wir haben ja die Gehälter überwiesen, also haben wir hier eine Veränderung in Höhe von minus 33.000 Euro, ist eine Auszahlung. Das übernehmen wir in die nächste Zeile und prüfen dann, ob sich unsere Forderungen verändert haben. Nein. Haben sich unsere Verbindlichkeiten verändert? Nein, denn hier geht es, ist ja nichts auf Ziel oder auf Rechnung gewesen oder es ist auch keine Rechnung beglichen worden. Macht unterm Strich eine Ausgabe in Höhe von 33.000 Euro. Das übernehmen wir wieder in die nächste Zeile und prüfen zusätzlich noch, ob unser Sachvermögen denn irgendwie betroffen war. Ist nicht der Fall, denn dadurch, dass wir Gehälter überweisen, hat sich ja nichts am Wert unserer Maschinen verändert. Macht unterm Strich also minus 33.000, also eine Aufwendung. So, der nächste Schritt, wenn wir eine Aufwendung oder einen Ertrag vorliegen haben, ist, dass wir prüfen, ob denn diese Aufwendung oder dieser Ertrag betrieblich bedingt sind. Also die 33.000 Euro Aufwendung, da prüfen wir jetzt, ist es betrieblich bedingt? Ist das etwas, was unser Tagesgeschäft betrifft? Ja, schon, denn wir nehmen mal an, dass unsere Angestellten die Gehälter bekommen haben für unseren Betriebszweck. Also liegen auch Kosten vor in Höhe von 33.000 Euro. Und diese letzte Prüfung, die müssen wir eben dann nur machen, wenn überhaupt ein Ertrag oder eine Aufwendung vorliegt. Die richtige Antwort hier wäre dann Zweckaufwendung 33.000 Euro. Das ist das gleiche wie eine Aufwendung, die betrieblich bedingt ist. Der nächste Geschäftsvorfall heißt, eine Unternehmerin entnimmt für ihre Arbeitsleistung 2.000 Euro, die sie als Unternehmerlohn verrechnet. So, als erstes, da steht Unternehmerlohn, das ist schon mal so ein Signalwort, wo bei Ihnen die Alarmglocken angehen sollten, denn Unternehmerlohn steht eigentlich immer für kalkulatorische Kosten von 2.000 Euro. Und eigentlich steht das auch dafür, dass kein Geld fließt. Denn kalkulatorische Kosten sind Kosten, die in der Bilanzbuchhaltung nicht auftauchen, die wir aber als Betriebswirte trotzdem verrechnen müssen, damit wir betriebswirtschaftlich korrekte Preise erstellen können.
Jetzt steht aber hier, dass die Unternehmerin diese 2000 Euro auch entnimmt. Deswegen zeige ich Ihnen, wie das jetzt hier in den oberen Zeilen dann noch aussieht. Wir haben also eine Auszahlung hier von 2000 Euro. Das geht ja raus aus unserem Zahlungsmittelbestand. Das ist dann auch eine Ausgabe, weil sich nichts an unseren Forderungen oder Verbindlichkeiten verändert hat. Aber auf der nächsten Ebene, da darf eben nur plus 0 rauskommen, denn Unternehmerlohn, der darf nicht erfolgswirksam in unserer Gewinn- und Verlustrechnung auftauchen. Das heißt, es darf keine Aufwendung sein. Und deswegen müssen wir diese minus 2000, die wir jetzt da von oben mitgeschleppt haben, müssen wir gegenrechnen mit irgendeinem Wert plus 2000. Und das geschieht eben in der Finanzbuchhaltung über das Erlöskonto Eigenverbrauch, so dass unser Eigenkapital dadurch nicht beeinträchtigt wird, sondern und jetzt steht da eben minus 2000 plus 2000 macht plus 0. Das aber nur in Klammern, denn ja, also als Antwort hier hätte es einfach gereicht zu sagen, Kosten 2000 Euro, denn es sind kalkulatorische Kosten. Und das in den Zeilen darüber, das habe ich nur gezeigt, damit Sie wissen, wo denn jetzt diese Barauszahlung hingegangen ist. Der nächste Geschäftsvorfall lautet: Unsere KLR-Abteilung verrechnet kalkulatorische Eigenkapitalzinsen in Höhe von 3.666 Euro und kalkulatorische Abschreibungen in Höhe von 13.400 Euro. Da fließt kein Geld. Da ist es echt, da steht wirklich explizit nichts darüber, dass Geld fließt. Also es ist keine Auszahlung, keine Ausgabe. Es liegt schon eine Aufwendung vor, denn wenn wir kalkulatorische Abschreibungen haben, dann haben wir auch bilanzielle Abschreibungen. Das Problem ist, wir wissen nicht genau in welcher Höhe, denn die bilanziellen Abschreibungen sind in der Regel anders berechnet als die kalkulatorischen Abschreibungen. Deswegen habe ich hier einfach mal ein Minus-Fragezeichen hingeschrieben. Denn eigentlich liegt hier auch so eine Aufwendung vor. Aber eigentlich, worauf es hinausläuft in dieser Aufgabe, ist, dass Sie unterscheiden können zwischen Zusatzkosten und Anlasskosten. Die 3.666 Euro, also die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen, die gelten als Zusatzkosten. Und die 13.400 Euro kalkulatorische Abschreibungen, die zählen eben als Anlasskosten. Warum Anlasskosten? Naja, Abschreibungen gibt es sowohl in der Kostenrechnung als auch in der Finanzbuchhaltung, aber in der Kostenrechnung werden sie in anderer Höhe berechnet, deswegen Anderskosten. Zusatzkosten, die tauchen in der Finanzbuchhaltung gar nicht auf, und deswegen sind das eben Kosten, die zusätzlich zu dem auftauchen, was in der Finanzbuchhaltung berechnet wurde. Deswegen Zusatzkosten. Kalkulatorische Zinsen, das ist sowas, da überlegen wir uns, wie viel Kapital in unserem Unternehmen gebunden ist und was wir denn alternativ mit diesem Kapital hätten machen können. Also so eine Art Opportunitätskostenberechnung ist das. Nächster Geschäftsvorfall. Ach so, ja, die Antwort lautet dann eben Zusatzkosten 3.666 und Anlasskosten 13.400. Und hier das mit den Aufwendungen in Höhe von Fragezeichen, das lassen wir mal ausgeklammert. Das ist nur, damit Sie im Hinterkopf haben, dass bei den Anlasskosten ja auch noch Abschreibungen anderer Höhe gegenüberstehen aus der Finanzbuchhaltung. Nächster Geschäftsvorfall: Eine uneinbringliche Forderung in Höhe von netto 3.500 Euro wird abgeschrieben. Da fließt kein Geld. Also minus 0 bei den Auszahlungen. Diese minus 0 übernehmen wir in die nächste Zeile. Aber unsere Forderungen sind ja, der Bestand an unseren Forderungen ist ja zurückgegangen, weil wir hatten vorher eine Forderung und die haben wir jetzt abgeschrieben, die haben wir jetzt nicht mehr. Also steht da bei den Delta-Forderungen minus 3.500 Euro. Verbindlichkeiten sind unangetastet, macht unterm Strich minus 3.500 Euro. Wir haben also eine Ausgabe, die keine Auszahlung ist. Diese 3.500 Euro übernehmen wir in die nächste Zeile und prüfen dann zusätzlich, ob unser Sachvermögen irgendwie berührt ist. Ist nicht der Fall. Macht unterm Strich also minus 3.500 Euro, also auch eine Aufwendung. Und jetzt prüfen wir im nächsten Schritt, ob diese Aufwendung noch betrieblich bedingt ist. Ist nicht der Fall, ne? Denn es gehört nicht zu unserem Tagesgeschäft, dass wir Forderungen abschreiben, weil unser Schuldner insolvent gegangen ist. Also ist hier die richtige Antwort:
Neutraler Aufwand in Höhe von 3.500 Euro. Neutraler Aufwand, das ist ein Aufwand, der nicht betrieblich bedingt ist. Nächster Geschäftsvorfall. Aufgrund einer Betriebsprüfung erhalten wir für die letzten 2 Jahre eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1.550 Euro. Prüfen wir von oben durch. Es ist Geld eingegangen auf unserem Konto. Also eine Einzahlung in Höhe von 1.550 Euro. Unser Zahlungsmittelbestand ist hochgegangen. Das übertragen wir in die nächste Zeile und prüfen dann zusätzlich noch, ob unsere Forderungen sich verändert haben. Nein. Verbindlichkeiten? Nein. Macht unterm Strich also eine Einnahme in Höhe von 1.550 Euro. Das übernehmen wir wieder in die nächste Zeile und prüfen zusätzlich noch, ob unser Sachvermögen denn irgendwie beeinflusst ist. Ist nicht der Fall. Unterm Strich also eine positive Veränderung des Reinvermögens um 1.550 Euro, also ein Ertrag. So, wenn ein Ertrag vorliegt, müssen wir noch prüfen, ist das ein betrieblich bedingter Ertrag. Eigentlich sind Zahlungen, die mit der Gewerbesteuer zu tun haben, schon betrieblich bedingt, aber das bezieht sich ja auf die Gewerbesteuer der letzten 2 Jahre und deswegen ergibt die Prüfung hier, dass es nicht betrieblich bedingt ist, denn betrieblich bedingt darf sich nur auf Sachen beziehen, die das aktuelle Geschäftsjahr beziehen. Also es muss periodengerecht sein. Und deswegen liegen hier keine Leistungen vor. Die richtige Antwort lautet also neutraler Ertrag 1.550 Euro. Nächster Geschäftsvorfall. Wir verarbeiten für die Produktion Rohstoffe im Wert von 50.000 Euro. Prüfen wir mal von oben runter. Fließt Geld? Nein. Unser Zahlungsmittelbestand ist unverändert, also steht da minus 0. Keine Auszahlung. Das übernehmen wir in die nächste Zeile. Überlegen uns, haben wir irgendjemanden Forderungen gestellt oder hat jemand uns eine Verbindlichkeit in Rechnung gestellt? Nein, ist nicht der Fall. Also alles 0, minus 0, keine Ausgabe. Diese 0 übernehmen wir in die nächste Zeile und überlegen uns, ist unser Sachvermögen denn betroffen? Ja, die Rohstoffe, die wir vorher hatten, im Wert von 50.000 Euro, die sind jetzt nicht mehr da. Die sind weg, also hat sich unser Sachvermögen verringert um 50.000 Euro. Macht unterm Strich eine Aufwendung in Höhe von 50.000 Euro. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, aber damit haben wir ja irgendwas gemacht und stimmt auch, in der Regel verarbeiten wir ja in einem Betrieb Sachen zu irgendwelchen anderen Sachen, die Mehrwert sind, aber das steht hier explizit nicht drin. Wir wissen nicht, was damit gemacht wurde und erstmal haben wir nur als Tatsache, dass diese Rohstoffe verbraucht wurden und nur das halten wir jetzt auch fest mit diesen minus 50.000. Als nächstes prüfen wir dann, ob diese Aufwendung von 50.000 denn betrieblich bedingt ist. Das steht für die Produktion, also nehmen wir mal an, ja, ist betrieblich bedingt, also liegen auch Kosten vor. Richtige Antwort hier lautet also, dass eine Zweckaufwendung in Höhe von 50.000 Euro vorliegt. Nächster Geschäftsvorfall, wir überweisen unserer Vertragswerkstatt für die Reparatur eines Schadens am Firmenwagen 7.000 Euro und für die Inspektion eines Lieferwagens 500 Euro. Prüfen wir wieder von oben runter. Es fließt Geld raus, denn wir überweisen ja von unserem Konto 7.500 Euro. Wir haben also eine Auszahlung. Das übernehmen wir in die nächste Zeile. Forderungen haben sich nicht verändert, Verbindlichkeiten auch nicht. Macht unterm Strich minus 7.500 als Ausgabe. Übernehmen wir wieder in die nächste Zeile. Fragen uns, hat sich unser Sachvermögen irgendwie verändert? Ist nicht der Fall. Wir haben also auch eine Aufwendung in Höhe von 7.500 Euro. Und dann fragen wir uns, sind diese 7.500 Euro denn betrieblich bedingt? Jein, denn es liegen nur Kosten vor in Höhe von 500 Euro, denn die Inspektion des Lieferwagens, das ist etwas, was regelmäßig ist, was quasi zu unserem Tagesgeschäft gehört, was geplant ist. Und die Reparatur des Schadens, die ist nicht betrieblich bedingt im Sinne der Zweckaufwendung. Die werden anders berücksichtigt, aber hier reicht es zu wissen, dass diese Reparatur nicht als Zweckaufwendung erfasst wird. Deswegen lautet die Antwort hier, dass wir eine neutrale Aufwendung in Höhe von 7.000 Euro haben und eine Zweckaufwendung in Höhe von 500 Euro. Also nur die Inspektion zählt als betrieblich bedingt. Nächster Geschäftsvorfall, wir überweisen die Tilgungsrate 1.500 Euro und die Zinsen 500 Euro für ein aufgenommenes betriebsnotwendiges Darlehen. Als erstes prüfen wir, ist Geld rausgegangen? Ja, 2.000 Euro sind rausgegangen, macht also eine Auszahlung. Das übernehmen wir in die nächste Zeile. Prüfen, ob unsere Forderungen sich verändert haben? Nein, ist nicht der Fall. Haben sich unsere Verbindlichkeiten verändert? Ja, ist der Fall, denn Tilgungsrate bedeutet ja, dass wir einen Kredit zurückzahlen. Und deswegen steht da eben jetzt minus
minus 1500 Euro. Warum? In der dritten Spalte steht ja minus Delta Verbindlichkeiten. Und das habe ich einfach 1 zu 1 aufgeschrieben. Minus und dann Delta Verbindlichkeiten. Unsere Verbindlichkeiten, unser Bestand an Verbindlichkeiten ist ja zurückgegangen, dadurch, dass wir den Kredit ein Stück weit zurückgezahlt haben. Also steht da minus 1500 und zusammen mit dem ersten Minus steht da plus 1500. Macht unterm Strich minus 500, also haben wir zwar eine Ausgabe, aber nicht in der kompletten Höhe 2000 Euro, sondern nur in Höhe von 500 Euro. Also nur die Zinsen quasi zählen hier als Ausgabe, nicht die Tilgung des Darlehens. Die 500 Euro übernehmen wir in die nächste Zeile. Prüfen, hat sich unser Sachvermögen verändert? Ist nicht der Fall. Also liegt eine Aufwendung vor in Höhe von 500 Euro. Und dann prüfen wir auf der letzten Stufe noch, ob diese Aufwendung betrieblich bedingt war. Ja, ist der Fall. Woher wissen wir das? In der Aufgabenstellung steht, dass das Darlehen betriebsnotwendig war. Also haben wir auch Kosten in Höhe von 500 Euro. Und hier sehen Sie eine ganz schöne, also das ist auch so eine Standardklausuraufgabe, die man immer wieder stellen kann. Einfach, wo Sie zeigen sollen, dass Sie verstanden haben, dass die Tilgung des Darlehens eben erfolgsneutral ist, weil das Geld, was rausfließt, das ist direkt dadurch wieder ausgeglichen, dass die Verbindlichkeit runtergeht. Und nur die Zinsen, also der Preis, den wir für das Darlehen zahlen, nur die Zinsen sind erfolgswirksam. Richtige Antwort hier lautet also, wir haben eine Zweckaufwendung in Höhe von 500 Euro. Letzter Geschäftsvorfall, die unentgeltlich mitarbeitende Frau eines Unternehmers bekäme bei tariflicher Entlohnung 2500 Euro. Das ist jetzt wirklich ein klassischer Fall von Unternehmerlohn. Es fließt kein Geld, also keine Auszahlung, keine Ausgabe, keine Aufwendung. Es wird nur verrechnet, nämlich kalkulatorische Kosten in Höhe von 2500 Euro. Warum ist das so wichtig? Als Unternehmer könnte man sich ja auch freuen, da hat jemand kostenlos mitgearbeitet, aber das verfälscht ja den Preis, den wir quasi berechnen, oder das verfälscht die Kosten, die wir gehabt haben, um das Projekt durchzuführen. Und ein Unternehmer muss ja dann auch früher oder später von irgendwas leben können, und das muss korrekt berücksichtigt sein, was der Unternehmer denn bekommen hätte, wenn er angestellt gewesen wäre. Deswegen ist die richtige Antwort hier, habe ich gar keinen Antwortsatz hingemacht, Kosten in Höhe von 2500 Euro. Das sind nämlich die kalkulatorischen Kosten hier. Das war's.